haben wir lange drauf gewartet. In dem Karton steckt sie drin, die neue Alp 4.0, Modelljahr 2024. Wir sind super gespannt. Hier auf dem Karton steht schon mal drauf, Alp Rossard. Wir packen sie mal aus und ihr seid live dabei. Viel Spaß! Wir schneiden mal vorsichtig den Karton unten auf. Mein erster Eindruck ist, sie wirkt schlank, fast schon grazil, optisch deutlich leichter als das Vorgängermodell, aufgeräumt und schick. Ich fürchte, dass die Fotos und die Videoaufnahmen das gar nicht richtig wiedergeben. Das muss man wahrscheinlich live sehen und in 3D, erst dann wirkt das richtig. Der Auspuff da unten sieht super schön schlank aus. Ein paar Teile sind da unten noch versteckt. Jetzt nehmen wir doch erstmal raus, was hier noch zu finden ist. Und irgendwas, was da noch später angebracht werden möchte. Nehmen wir das mal raus, gucken wir uns später an. Ja? Und widmen uns jetzt den Lenker, damit das Ganze ein bisschen viel Form annimmt. Und diesen Ersatzlenker nehmen wir raus. Das soll wahrscheinlich verhindern, dass das Motor zum Transport rechts und links an der Kiste anlegt. Also, wir gehen quasi nur als Abstandshalter. Aber dafür ist eigentlich. Ja, ist aus Kunststoff und das reicht aber. Das stützt sich in der Kartonwand ab und damit steht die Alp dann wirklich sicher auf ihrem langen Weg von Florenz nach Deutschland. Der Lenker ist schon mal dran. Nach dem Entfernen dieser beiden äußeren Schrauben öffnet sich das Gehäuse. Somit um den Lenker drum gepackt werden. Hier kommen zwei sehr lange Schrauben rein. Nächstes kommt Kupplungsanhänger dran, Kupplungshebel. Hier reden wir von einer bauzugbetätigten Kupplung.
gar fest. Der Rest kommt dann später. So, dann setzen Sie das alles sehr vernünftig und ordentlich aus. Und dann ist es auch schon mal. Bremsseite haben wir einen schönen kurzen Hebel. Falls wir mal die Alp auf die Seite legen, bricht der Hebel nicht gleich ab. Der Kupplungshebel ist für geringe Handkräfte aber deutlich länger. Und deswegen setzen wir ihn gerade schon mal ein bisschen weiter nach innen. Wenn er weiter innen sitzt, dann kommt er eben auch nicht gleich auf den Boden. Wenn die mal links geparkt wird, die Alp, könnte ja passieren im Gelände. Das sieht doch gleich schon besser aus. Okay, damit sind wir jetzt zufrieden. Dann gucken wir uns doch mal an, was uns die Florentiner hier noch Schönes eingepackt haben. Und die Dinge sind auf der Straße auch nicht schlecht. Gummis, ja? Die in die Fußfassen eingeklemmt können. Die gehören da drauf, wenn reingedrückt. Wenn lediglich reingedrückt, Vorsicht, es gibt linke und rechte, dass man auch den richtigen Gummi in die richtige Raste reindrückt. Wir machen mal die Spiegel dran. Linker Spiegel hat auf alle Fälle schon mal Rechtsgewinde. Aufgedreht. Und mit der Mutter gekontert. Schlüsselweite 14 mm. Später noch aufsetzen. Gummischutz drüber passt. Andere Seite. Das ist also rechter Spiegel, Linksgewinde. So, die Kontakt gehen wir erstmal ganz zurück, die Konterrutter. Linker Spiegel hat Rechtsgewinde, rechter Spiegel hat Linksgewinde. Also auch ganz wichtig, falls ihr die mal demontieren wollt, dass ihr in die richtige Richtung dreht. So, wie es aussieht, neigt sich der Zusammenbau schon fast dem Ende. So, also Kennzeichenhalter mit Blinker und Kennzeichenbeleuchtung, LED natürlich alles, zusammen mit den Katzenaugen. Der Ausleger ist aus Stahlrundrohr geschweißt, Deckteil ansonsten aus Kunststoff. Allzu leicht ist das nicht. Und wir haben jetzt auch kein gesteigertes Interesse und auch keinen gesteigerten Ehrgeiz, das Ganze zu montieren, weil uns das so wenig gefällt. Aber vielleicht hältst du es mal dran. Aber gerne. So, montiert wird das hinten an einem Ausleger, einem Stahlausleger an der Stahlschwinge. Dort wird das Ganze verschraubt und ragt dann über dem Rad. Aber doch relativ niedrig hinten raus. Und das ist erstmal nicht so richtig Enduro-like, auch wenn es vielleicht in Mode sein soll, wie es auch bei anderen Fabrikaten häufig zu sehen ist. Für euch heißt das, der Händler, hier eine Steckverbindung für die Beleuchtung, zwei Schrauben mit Muttern
dann wird das Ganze befestigt, also keine große Sache. Und dann geht das schon da, wo es sein soll. Jetzt zum Schluss muss die Kiste raus.